Hallo Leute und herzlich willkommen zu Pokémon Stadium 2. Ja, wir waren hier stehen geblieben. Und wir müssen gegen Misty kämpfen und das ist das letzte Pokémon von Misty Guide. Auf jeden Fall Sonntag benutzen. Nee, Sonntag ist ja schon offen. Nochmal 16 Laden. Leckt mich am Arsch. Ich muss jetzt Solarstrahl die ganze Zeit benutzen. Bis es nicht mehr... Bis es jemanden auf den Sack geht. Solarstrahl geht immer möglich. Dank diesem Ding. Nein! Fickfehler. Ich hätte schon richtig mit diesem Sonntag. Ja, leck mich am Arsch. Das ist scheiße. Jetzt muss ich mit Zace jetzt arbeiten bei Misty, weil die ist echt stark. Und da... Hauen wir mal rein. Außerdem ist es auch wieder 6 Monate her, dass ich es nicht mehr hochlade. Fuck! Das könnte fucking schwierig werden. Solarstrahl von Hubbelup. Sehr effektiv. Oh, das ist schwierig gegen die. Es ist schwierig. Sehr schwierig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Synthese, komm. Nee, Donner. Fick dich, fick dich, fick dich. Wehe. Ja, Alter. Aber ich habe noch ein Pokémon, oder? Ja, ich denke mal, das mit diesem Pokémon werde ich schaffen. Also ich werde jetzt nur einmal Sehsitten, falls ich verlieren sollte. Und das Ganze halt ausprobieren. Magneton. Oh, das ist gut. Wenn der... Oh mein Gott, bin ich bescheuert. So, Magneton. Magneton. Boah, Donner, richtig in den Arsch, du Bastard. Surfer. Oh, nee. Ich bin, glaube ich, jetzt tot, oder? Weiß ich gar nicht. Ich denke mal nicht. Ich denke mal nicht so, dass ich tot werde. Ja, tot. So, nochmal. Komm, Starmie. Ich denke mal, der wird es... Die wird es mal... Regentanz wieder machen. Dann wechsle ich schon mal... zu Magneton auf Kampfvorbereitung auf Regentanz, dann kann ich ja gleich Donner benutzen. Ja, da sieht man eine schöne Sache hier. Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht, was die dann machen kann. Regentanz, genau. So, ich hoffe mal, wir sind ja endlich mal als erstes dran. Aber ich denke mal, Starmie hat immer noch die größere Initiative als wir. Deswegen fängt er auch an. Und Surfer. Das ist so scheiße, was soll ich machen? Das trifft immer. Genau auf den... Ja, was soll ich machen? Ich verstehe das nicht mehr. Dann mache ich Sonntag. Sonnentag. Da muss ich ganze Synthese mit Solarstrahl kombinieren, aber ich bin ja auch leider... Leider mit Initiative auch kleiner als der. Ich denke mal, Sonnentag muss ich ganze Zeit benutzen, bis es jemanden ankotzt. Ich kann da dagegen nichts machen. Wie oft habe ich eigentlich noch das Ding? Das Sonnentag. Das steht ja nicht mal hier. Das steht ja nicht mal hier. Sonnentag 3, 5. Sonnenlicht erstrahlt in den folgenden 5 Runden und versteckt Feuerattacken. Oh, ich hab's noch dreimal. Synthese, Solarstrahl. Da machen wir doch Synthese. Ganz ehrlich. Ich wusste, dass sie das macht und jetzt kann ich auch in... Nee. Jetzt kann ich ja gar nichts machen. Wobei, Synthese war nicht mal dumm. Es war nicht dumm. Ich weiß jetzt echt nicht, was ich jetzt hier machen soll. Es regnet weiter und ich denke mal, der wird erstmal richtig heftige Attacken machen. Und nein, Psychokinese. So, erstmal Sonnentag. Boah, wir haben noch 64 KP. Aber solange wir Sonnentag haben, können wir auch schneller heilen mit Synthese, weil das mehr macht mit durch die Sonnenenergie. Bekommen wir auch mehr KP zugeteilt. Und Solarstrahl.
Soll ich das gleich benutzen? Ich weiß es nicht. Ich kann mir jetzt erstmal nicht so vorstellen. Wir machen erstmal Synthese. Mal schauen, was die... Nee, hätte ich jetzt geschafft. Fuck. Wir hätten Solarstrahl ficken können. Richtig in den Arsch ficken können mit Solarstrahl. Okay, jetzt wissen wir es schon, wie man es ungefähr machen soll. Dann machen wir das auch mal. Ich denke mal, da muss man echt mit selbst jetzt arbeiten. Sorry Leute, aber ich will jetzt nicht euch nerven mit diesem Kampf. So, auf jeden Fall Selbstset und Synthese. Hoffentlich. Synthese, Synthese. Und dann mache ich Solarstrahl. Sehr gut. So, auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal Sonnentag machen, damit wir eine bessere Chance auf Solarstrahl haben. Und mit Solarstrahl ficken wir einfach jeden weg. Wir ficken die weg. Und da hat er keine Chance mehr. Da hat er keine Chance mehr. Und schreck zurück. Fuck you! Fuck you! Fuck you and smile, du Bastard! Sonnentag. Ja, was soll man machen? Das erhöht die Stärke der Wasserattacken. Und dann erstmal die Synthese. So haben wir das, glaube ich, gemacht, oder? Ne, ich wollte doch keine Synthese machen. Was soll der Scheiß? Wollte ich gar nicht machen. Nach links, du Pisser. Du Fickfehler. Lernte dich das Fahren ohne Stützräder. Aber ich denke, wir machen mehr als Misty, weil wir haben schon echt nur Scheiße gebaut in den letzten Parts. In den letzten Part, meine ich. Und dann denke ich, wird erstmal Misty erstmal machen müssen. Müssen wir das machen? Auf jeden Fall machen wir jetzt auch noch die Synthese. Ja, sollen wir das machen? Das sollen wir machen und sollen wir machen. Wir bauen erstmal die Synthese ein. Dann den Sonnentag und dann Solarstrahl. Und dann denke ich mal, haben wir erstmal richtig viel KP abgezogen. Und haben erstmal genug KP. So, Sonnentag. Denk mal, der macht wieder Psychokinese. Ja, was macht er? So, Psychokinese. Bird is the word. Und ich hoffe mal. Solarstrahl. Bird is the word. So, auf jeden Fall jetzt ein Safe State. Ich denke mal, das ist schon richtig. Solarstrahl. Ja, der macht das. Psychokinese. Nee. Was? Wir sterben? Nein. Nein. Bitte nicht. Nein. 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 Fuck. Boah, das ist so eine Scheiße. Das ist behindert. Das ist so richtig geistig gestört. So, fuck, ich wette mit dir, die macht Surfer. Nee, nee, das ist jetzt schlau. Jetzt kann man einen Donner richtig reinhauen. Einen richtig geilen Donner. Oh, oh, oh. Einen richtig geilen Donner kann man reinhauen. Das ist sehr effektiv und zerstört die geil! Wir haben gewonnen! Gegen Misty! Hey, wofür war das denn? Oh, ist das eine Nee. Also das war schon richtig schwierig. Wir haben auf jeden Fall gewonnen gegen Misty. Die Arena-Leiterin. Die waren eigentlich nie so schwierig. Wie konnte ich gegen jemanden wie dich verlieren? Ja. Das frage ich mich auch. Nee, frage ich mich nicht. Okay. Dann geht's ab. Also wir haben Rocco besiegt. Wen haben wir nicht als besiegt? Wir haben nur die zwei besiegt. Dann können wir gegen Majo Bob. Ich weiß nicht, wie schwer der ist. Der ist eigentlich nicht so schwer, denke ich mal. Vier registrierte Pokémon. Muss ich hier was nehmen? Leib-Pokémon.
Ja, okay, das kann ich auch selber machen hier. Ein richtig geiles Team jetzt zusammenstellen. Despota. Das ist Gestein und Unlicht. Warte mal, kann es das machen? Ne, auf Boden kann es nichts machen. Auf Boden und dann mache ich Erdbeben und Giftscher. Aber dann will ich Dicktiere haben. Oder nee, das war gut. Initiative. Ja, dann will ich Dicktiere haben. Dornfan? Auf jeden Fall. Dornfan ist sau gut. Dann Geowatz, Boden, Gestein. Nee, das ist blöd. Gestein und Boden. Nee, das passt ja trotzdem eh nichts. So, warte, welches Pokémon nehmen wir? Erdbeben. Wir brauchen ein Erdbeben auf jeden Fall. Machopop ist nur mit Elektro-Pokémon bestattet und da werden wir erstmal richtig einen drauf machen. Da auf jeden Fall kein Wasser oder sowas nehmen oder Flug, sondern eher sowas wie Boden oder sowas. So, was gibt's denn noch hier? Die Erdbeben können. Erdbeben. Oh, nix ist Boden und kann auch Erdbeben saugen. Sehr geil. Sehr geil, mein Freund. Rihorn ist Gesteinboden, aber kann Erdbeben. Ja. Ich denke mal, da wird erstmal kein Problem werden. Es wird überhaupt kein Problem. Außer noch ein, jetzt noch ein Boden-Pokémon zu finden, das auch sehr gut ist. Und noch ein Boden-Pokémon, Funpi. Ja, komm, nimm mal Funpi rein. So, sehr gut. Damit hätten wir erstmal unser perfektes Team gegen Machopop erstellt. Orania City. Elektro-Pokémon sind die besten. Hast du nur ein weiche Knie? Gegen die habe ich jetzt bis jetzt null Schiss, weil die alles nur Elektro-Pokémon sind. Das ist so egal, was ich jetzt nehme. Ich nehme mal Dornfan rein. Onix. Und ein Rihorn. Perfekte Auswahl. Und jetzt können wir rein ins Gefecht. Das sieht auch schon fast so aus wie der Arena von Machopop. Erstmal ist Dornfan im Kampf. Ich wusste gar nicht, dass ich den als erstes ausgewählt habe. Aber das ist ja auch das Latte. Würde ich jetzt mal so behaupten. Elektroball. Ja. Was soll man machen? Aber ich denke mal, der kann Finale. Deswegen sollten wir uns gefasst machen. Aber wir machen trotzdem ein Erdbeben. Explosion kann der. Hm. Super. Und nee, da bin ich aber nicht ganz getroffen. Elektroball wurde besiegt, aber wir sind noch am Leben. Damit hätten wir schon mal ein Pokémon besiegt. Und das ohne irgendwas zu machen. Und da muss jetzt auch noch wechseln. Das ist blöd gemacht. Das ist dumm. Der ist dumm, der Typ. Jetzt können wir immer noch unser Erdbeben draufhauen. So, viel Spaß mit meinem Erdbeben. Ne, stimmt ja. Man darf ja nicht nochmal angreifen. Der kann aber kein... Eishieb kann der. Fuck. Also, auf jeden Fall ist er gut vorbereitet gegen... gegen Boden-Pokémon. Aber wir haben nur eins verloren bis jetzt. Also, jetzt steht es erstmal Gleichstand. Onix benutzen wir mal. Gegen Onix kann er erstmal nur Eishieb machen. Und Onix wird ihn erstmal mit einem Erdbeben richtig platt wälzen. Ich hoffe mal... Onix ist auch viel schneller in der Initiative. Nee, Elektrik ist einer der schnellsten Pokémon. Da haben wir keine Chance, mein Freund. Wusste, dass einer der schnellsten... Was? Fuck! Nein! Es ist zu Eis erstarrt. What the hell? Nee, ne? Ja, komm, jetzt haben wir verkackt. Wir verkacken gegen Machopop. Das ist die leichteste Übung. Onix wurde besiegt. Scheiße. Das ist scheiße. Die sind doch nicht so einfach, wie man so sagt. Aber auch nur, weil mein Onix so Eis erstarrt ist. So, Rion, bitte reiß dein Maul auf. Und dein Horn gegen seinen Arsch. Nee, einfach nur Erdbeben machen und ihn in den Arsch treten. Ich denke nicht, dass er mich mit ein Eishieb jetzt tötet. Ja. Sehr gut, jetzt ein Erdbeben und der ist weg vom Fenster. So, bam. Ja, besiegt. Also auf jeden Fall hat er noch ein Pokémon.
Ich weiß nicht, ob das auch ein... Ice Seed drauf hat. Ich denke mal, das ist ein Raichu, weil Majibob war sein Lieblings-Pokémon war ein Raichu. Genau. Ich wusste es. Und Raichu kann kein Ice Seed lernen, oder? Doch, 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 kann er, oder? Keine Ahnung. Nee. Surfer aber. Selber kann ein Raichu Surfer lernen. Wie behindert ist denn das? Wie behindert ist denn das? What the fuck? Was ist denn noch eine Schwäche von Donner? Fuck, der ist nicht mal so schlecht. Der ist nicht so schlecht, nur eine Meldung. Ja, genau. Das machen wir mal. So. Da muss ich nehmen Funpi weg und nehmen noch einen zur Sicherheit. Einen, der vom Typ noch auch noch Wasser ist oder Aerodactyl. Ne, Aerodactyl wäre... Das wäre dumm. Das wäre dumm. Also das wäre richtig dumm gewesen jetzt Aerodactyl zu nehmen. So was wie Despotar. Oder... Ne, warte mal. Was könnte auch noch richtig stark gegen Ding wirken? Ah, wir nehmen ein Kampf-Pokémon einfach. Kampf-Pokémon sind auch richtig gut und haben einfach keine Schwächen gegen sowas. Ich denke mal, ich nehme ein Tickly noch in Kampf. Ja. Stillgestanden, ich bin Major Bob. Du willst also kämpfen? Stillgestanden, mein Freund. So, auf jeden Fall. Die machen eigentlich keine Angst, die Leute. So, Dawn-Fan. Onix und Kickly. Ich hoffe mal, das ist eine gute Reihenfolge. Kickly sollte mal gegen Magneton oder sowas gut sein. Wenn er Magneton in den Kampf zieht. Ich weiß es nicht. Ich kenne Majo Bob nicht. Richtig persönlich und so weiter. Normalerweise hat er, glaube ich, 6 Pokémon gehabt. 5 oder 6. Weiß ich gar nicht mehr. Ne, der hatte 4. Der hat Raichu immer gehabt. Der hatte Magneton drinnen, glaube ich. Ja, egal jetzt. Auf jeden Fall. Dawn-Fan, fick dich weg. Mit einem Erdbeben. Das muss sein. Ja, egal. Surfer sollte uns eigentlich nicht umbringen. Dawn-Fan hat eine richtig starke Special-Verteidigung. Nein, nicht eine Verteidigung hat er, ist auch gute. Special-Verteidigung, glaube ich, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall ist Raichu besiegt, weil er das richtig schwache Verteidigung und weg. Weg aus dem Fenster mit dir, du Nigger. Wir haben Raichu besiegt. Das war nicht gut. Bademann und Porygon. Was ist Porygon für ein Wesen? Das ist normal. Da denke ich mal, Kickly wird da richtig gut passen und wir wechseln gleich zu Kickly. Da wir Dawn-Fan vielleicht mal brauchen. Ja. Komm, Kickly. Zeig in den Kampf, mein Freund. So, was will er machen? Setz Kraftreserve ein. Das bringt nichts. So, auf jeden Fall eine verschwenderte Runde von Porygon. Und wir machen Turmkick und das würde ihn richtig viel abziehen. Das weiß ich, weil das ein Normal-Pokémon ist. Burn! Oh, 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 wie viel Glück hat denn der? Umwandlung! Psycho, fuck you. Lebensschelle. Da verpassen wir einfach eine Lebensschelle und der ist Geschichte. Wir sollten echt mal den Turmkick noch behalten. Ja, besiegt. Porygon wurde besiegt. Wir haben 3 Pokémon, der hat nur noch 1. Das ist eine gute Runde. Da habe ich gut gewählt. Kickly war sehr gut gewählt. Kann man nichts sagen. Landhuren. Das ist ja auch ein Wasser-Pokémon, so gesehen. Da machen wir einen Mega-Kick rein. Ich hoffe mal, wir treffen. Wenn nicht, dann aber Pech, dann aber richtig Pech. Ja, Pech. Was soll man machen? Surfer.
Wieso haben wir keinen Turmkick gemacht? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oh, dann machen wir einen Turmkick, komm. Meditation, denke ich mal, ist unnötig, weil... ist einfach so. Und Turmkick zieht eigentlich schon eine Menge ab, wenn man so sieht. Und dann macht schon wieder Surfer. Ich hoffe mal, wir überleben noch. Müssen wir eigentlich noch, ne? Ja! Da kann man jetzt noch einen Turmkick reinhauen. Und dann mit den anderen zwei Pokémon erstmal richtig den restlichen Schaden von den Landtouren runterziehen. Okay. Okay. Also wir haben noch eine Attacke. Wir haben noch zwei Pokémon und müssen noch eine richtige, starke Attacke ausführen. Und hätten den, so gesagt, den Major Bob besiegt. Kikli, wir sind stolz auf dich. Du hast alles gut gemacht, mein Freund. Du hast ein Pokémon besiegt. Und ja, das reicht. Wir nehmen Dornfan, weil das ist sowieso schon angeschwächt. Und falls wir verlieren sollten, haben wir dann ein richtig starkes Pokémon noch. Ein volles, mit vollem KP. Ja, dann benutzen wir einfach mein Erdbeben und hätten dann gewonnen. Falls es nicht daneben geht. Okay, jetzt wird schwierig, jetzt wird kritisch. Weil Dornfan, denke ich mal, wird nicht überleben. Ja. Ich wusste es, meine Freunde, wir wussten es. Ich wusste, dass Dornfan nicht überleben wird. Ah, das wird schwer. Aber ich hole auf jeden Fall meinen Lieblings-Onix. Onix, du bist geil. Wir holen dich und machen ein Erdbeben und hoffen, dass wir gewinnen werden. Komm, Erdbeben. Okay, das fängt sogar an. So. Jawohl, weg, tot. Gewonnen gegen Major Bob. Major Bob war nicht so schwer wie Misty, aber trotzdem schon eine schwierige Leistung. So, wir hätten es gewonnen. Dann machen wir noch eins. Okay, der hat schon einfach gewaltiger Blick, dieser Onix. Ist aber echt so. Aber Onix hat seine Arbeit gut gemacht. Und wir haben gewonnen. Was für ein Albtraum. Orania City geschafft. Wir haben schon drei Orden. Nur noch 5 fehlen. Blau, Pyro, Janina. So, dann geht's erstmal Prismania City. Mit Erika. Die hatte, glaube ich, nur Käfer-Pokémon, oder? Arcani nehmen wir dann. Nee, Arcani ist nicht so gut. Glurak würde, glaube ich, mal sehr gut sein. Glurak mit Feuerschlag. Sehr gute Sache. Gute Texte nehmen wir auch noch mit. Hundemon ist auch noch zugleich ein Unlicht-Pokémon. Ich denke mal, bei Käfer-Pokémon sollte man auch auf gefasst sein, dass es... ein Surfer könnte das eigentlich gar nicht lernen, oder? Auf was können wir noch auf Käfer machen? Stahl? Wird Stahl klappen mit Käfern? Nee, Gift, glaube ich. Gift ist gut. Gift, aber welche davon können Gift-Attacken? So, welche Pokémon können ein richtig gutes Gift attacken? Nee, warte mal, ein Psycho, oder? Psycho. Kämpf Käfer, Käfer. Stahl weiß ich nicht. Stahl war nie effektiv gegen Käfer. Das ist schon eine Sache. Wir brauchen auf jeden Fall... Was wollte ich nochmal nehmen? Ja, was wollte ich nehmen? Ich wollte ein Gift-Pokémon nehmen. Matschbombe, das ist auf jeden Fall Matschbombe kann. Das kann sogar Feuersturm und Matschbombe. Das ist ein gutes Pokémon. Stalos. Nee. Auf jeden Fall Fluke ist auch sehr gut. Fliegen Tauboss. Fliegen ist aber nicht so eine gute Attacke. Welche Attacke wollen wir denn haben? Traunfogil. Auf jeden Fall ein richtig gutes Pokémon eigentlich. Wollen genau. Nö, da wollen wir echt schon etwas haben. Ein Flug. Ein gutes Flug-Pokémon. Zubat kann... Flügelschlag! Das ist ein gutes Pokémon. So. Dann ein Bulnona. Kann Feuer... Nee, das kann gar nichts. Kann nur Feuersturm, nach diesen 5 Attacken ist es ja auch weg. Das ist auch schlecht.
Rosano. Oh, auf jeden Fall ein Eis-Pokémon. So, perfekt. Wir haben jetzt jede Möglichkeit gegen Käfer-Pokémon. Ich hoffe mal, die ist wirklich Käfer-Pokémon. Das war in Pflanzen. Ja, Pflanze ist halt dasselbe wie Käfer ungefähr. So, auf jeden Fall. Oh, der hat ein Aquana. Fucking Aquana habe ich ja gar nichts. Fuck. Ich hätte zum Beispiel keinen Donner-Pokémon. So, das ist schwierig. Aber wir hätten gegen die... echt gar nichts. Wir hätten echt gar nichts gegen den. Zubat. Glurak. Und Rosana, komm. Ich weiß jetzt nicht mehr, wen ich als erstes ausgewählt habe. Ich hoffe mal, es war nicht Glurak. Ja, die Arena sieht ja erstmal richtig nett aus. Zubat. Nicht schlecht. Auf jeden Fall wollen wir erstmal Aquana vielleicht Konfusion erteilen. Ja, es ist sogar ein Tagela gleich am Anfang. Das können wir damit Flügelschlag erstmal richtig in den Arsch ficken. Flügelschlag. Ah, wir haben Toxin drauf. Geil, Morty. Toxin ist geil. Damit könnten wir Aquan auch eigentlich richtig in den Arsch bängen. Diese Träume. Hypnosis. Nee, Schlafbruder. Fuck. Scheiße. Scheiße. Das war ja die. Nein. Nein. Rosano. Jawohl, wir haben Glück. Und erstarren Tangela zu Eis. Oh, absorbiert Sonnenlicht. Zum Glück, du Vollhorst. Ich hoffe, du erstarrst zu starr. Zu Eis. Ich labere doch nur Bullshit. Also, Eishieb. In deinen Götter, in deinen Arsch. Boom. Und tot. Geil. Wir haben Tangela besiegt, bevor er Solarstrahl gemacht hat. Oh, du bist wirklich stark. Hast du recht, meine Süße. Meine Liebe. Aquana, bitte mach nur weiter. Eishieb, Konfusion, Horrorblick. Da würde ich jetzt mal Konfusion benutzen. Ich weiß nicht, mit Rosana kann man gar nicht ganz machen. Gegen Aquana. Hier kommt der Angriff. 185. Boah, ich hab Schiss gegen Aquana. Aquana ist ein starkes Pokémon. Ich hoffe mal, wir verwirren die wenigstens mit Konfusion. Irgendwann. Und dann können wir erstmal richtig reinhauen. Müssen einfach nur Glück haben. Jetzt haben wir nicht sehr viel abgezogen. Und Surfer bringt uns, glaube ich, um. Hoffentlich kriegen wir noch wenigstens 2 KP oder so, behalten wir noch. Komm schon. Rosana, bitte. Oh, du Hure. Du dreckige Schlampe. Egal. So, auf jeden Fall. Gegen wen wollen wir den einwechseln? Auf jeden Fall. Gegen Zubat. Das wäre die einzig schlaue Lösung. Mit Toxin erstmal reinhauen. So, wird, denke ich mal, nicht so viel ausmachen. Toxin. Und dann würden wir noch einen Kopfstahl reinhauen. Ne, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ach. Du scheiß Zubat. Ja, auf jeden Fall verloren. Ne. Oh, fuck. Fuck this shit. Toll. So ein Scheiß, ganz ehrlich. Ich will doch nur endlich mal gewinnen. Okay, Glurak. Zwar können wir nichts mit denen richtig anfangen, aber ich hoffe mal, wir haben Glück und können jemanden wenigstens mit... Ach, ich laber nur Bullshit, ich hoffe, wir können wenigstens mit denen was ausrichten. Flügelschlag zum Beispiel. Aber ich denke nicht, dass es ein One-Hit wird. Auch wenn wir Volltreffer haben. Nee, niemals. Nee, niemals. Dafür hat er
Dafür hat Aquana zu hohe Def-Werte. Special-Verteidigungswerte meine ich. Ich meine Verteidigungswerte meine ich. Ein Volltreffer, das ist sehr effektiv. Verloren! Ich bitte um Verzeihung. Ist das einfach schon alles? Also ich habe nicht mit Aquana gerechnet. Ich habe gedacht, es ist ein Käfer. Sammlerin oder sowas. Aber jetzt wissen wir, dass es... Ja. Eine ist, die weiß, was er tut. Neue Anmeldung. So, dann müssten wir erstmal Rosana wegtun. Vor allem Smogon weg, Alter. Also wir haben drei Flammen-Pokémon, dann müssten wir noch ein Elektrik haben. Elektrik ist saugeil. Wird es mit einem Kikli saugut sein? Kikli ist immer dabei. Das ist mein Lieblings-Pokémon. Und dann vielleicht ein Lapras für Abgesang. Würde ich mal nehmen. Falls wir doch irgendwas machen. Ich denke mal, mit Lapras würden wir locker besiegen. Lapras benutze ich aber nicht oft. Ja, gegen Kikli, perfekte Leistung. Ein Feuer-Pokémon und Kikli. So, ich weiß nicht. Ich denke mal erstmal Kikli rein. Ne, warte mal. Wir tun erstmal Hundus da rein, oder? Ne, ich will erstmal einen richtigen. Glotexo, Kikli und Alektek. So, wir hoffen mal, gleich am Anfang kommt der Pflanzen-Pokémon. Damit wir mit Glutexo erstmal aufräumen können, oder habe ich Glurak gewählt? Ich habe Glutexo gewählt. Jetzt kam Flammsturm. Oder Flammwurf? Ne, Flammwurf wäre so würde die beste Attacke. Flammenschlag ist auch nicht so schlecht. Ne, darf ich bitte anfangen? Chanaira. So, auf jeden Fall, da wechseln wir gegen Kikli. Chanaira. Nö. Was? Wechseln auch? Ich wusste, Aquana wechselt da rein. Hätte haben wir auch sowieso gut gewechselt. Hätten wir Elektrik ausgewechselt. Ja, verwechseln wir jetzt nochmal. Wir wechseln gegen Elektrik. Ne, komm. Elektrik, komm. Rein in den Kampf. Sehr gut. Ich wette mit dir, die macht Surfer. Aquana macht Surfer. Ah, Elektrik wird dir richtig zeigen mit einem Donnerschlag. Donnerschlag ist richtig geile Attacke. Surfer. Oh, ich hab ein bisschen Schiss, dass die gleich One-Hit macht, aber Elektrik sollte das ausstecken, ja. Sehr gut, und Elektrik ist sowieso schneller als Aquana. Da hauen wir einen Donnerschlag rein. So, rein mit dir! Der zum Glück nicht gewechselt. Ich denke mal, das wird eh kein One-Hit. Nee, niemals. Das war aber 90 KP weg. Surfer von Aquana, fuck. Oh, scheiße. Das ist scheiße. Aquana ist so mächtig, ey. Die Aquana ist richtig mächtig. Kikli, komm rein. Bitte. Ich vertraue ganz ehrlich, ganz nur dir. Ich hau rein. Turmkick in deine Anus. Und Kikli schneller, geil. Bam. Oh, geil. Nur noch einen Turmkick und die wäre Geschichte. Erholung. Okay. So, dann mach das mal. Turmkick in deine Fresse, du Bastard. Turmkick zieht eigentlich eine Menge ab. Bruh. Schläft tief und fest. Schlafrede ein, Surfer von Aquana. Ja, was ist das für ein Scheiß? Wie beschissen ist das? Fuck, die kann Schlafrede. Da kann ich trotzdem auch angreifen. Aber das ist immer zufällig, man weiß es nicht. Okay, schläft tief und fest, Schlafrede benutzt die Bissattacke.
Das denke ich mal, wird nicht so schlimm. Oh, sehr gut, wir haben noch überlebt. Oh, geil. Da haben wir ein Glück. Turmkick, komm, bitte, bitte. Bring die um. Oh, wir sind fucking am Arsch. Was? Die ging daneben? Oh, fuck! Oh, oh, oh. Fuck! Die ist stark! Schaufler benutzen. Komm, Schaufler. Digga. Die sollen aufwachen. Wusste ich doch, dass sie aufwacht und Surfer einsetzt. Ne, Schlafrede. Oh, es ging daneben, du Opfer. Otto. Du Glamme, du Schlamme. Du Schlamme, du. Bam. Nein! Nein! Jetzt macht die Surfer! Ah! Verkackt. Oh mein Gott, ist Aquan einfach nur übermächtig. Was soll man denn gegen die Erika machen? Also ich habe da keine Ahnung. Oh, die hat's in sich, die. Ich denke, ich sollte Kikli als erstes rein tun. Boah, die machen wir noch. Die machen wir noch auf jeden Fall. Und den restlichen Orden machen wir dann im nächsten Part. Das ist nicht in 4. Das Wegen der Blumen im Wind ist so beruhigend. Arenaleiter Erika. Wie wäre es, wenn ich die letzten 4 Trainer in jeweils einen Part mache? Ich denke mal, das mache ich so, okay? Das mache ich dann so. Auf jeden Fall wählen wir erstmal Kikli rein. Kikli muss rein. Elektek und Lurak. Komm rein. Flammenschlag ist viel besser als Flammensturm. Weil Flammenschlag nicht so oft daneben geht. Flammenhieb oder was weiß ich, Feuerhieb. Feuerschlag. Nee, genau, es heißt Feuerschlag. Flammenhieb, nee. Also hoffentlich mal Chanaira rein. Aber nicht wechselt der Chanaira rein. Nee, ein Papunga, 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 Papunga. Wegen deiner Mutter. Megakick, da muss ich Megakick benutzen, aber. Ekel. Nein! Geil! Auf jeden Fall haben wir die getroffen. Das ist nice. Am Egelsam ist so heftig. Das ist so scheiße. Das ist saubehindert. Dann wählen wir echt Glurak. Komm rein. Hau rein, mein Freund. Kikli, du warst gut. Du hast ein gutes Pokémon. Wir hauen Glurak rein. Und ficken sie in den Arsch. Synthese von Papunga. Das sollte aber nicht alles sein, oder? Doch, das heilt sogar alles. Dann machen wir einen Feuerschlag rein in ihr Verderben. Feuerschlag, aber ich denke, die wechselt eh zu Aquana. Ja, so mir klar. Aber ich habe trotzdem Feuerschlag gemacht, da Aquana trotzdem was verliert. Auch wenn der wechselt, auch wenn die wechselt, auch wenn die wechselt, egal. Aquana, bitte mach du weiter. Wie können wir die so besiegen? Ich denke mal, das sieht nicht so viel ab. Hat aber wenigstens was abgezogen, ne? So, auf jeden Fall nehmen wir Elektek in den Kampf. Und fuck, die kann... Oh mein Gott. Surfer ist ja so mächtig. Wieso bin ich eigentlich so blöd? Wieso benutze ich nicht die Sonnentag-Technik? Ja, das stimmt ja, das ist auch schlecht. Donnerschlag, komm rein. Donnerschlag in den Anus.
Burn! Das ist sehr effektiv. Ich hoffe mal, wir können noch einen Donnerschlag irgendwie raushauen. Aber Surfer ist so richtig mächtig. Komm bitte daneben, bitte daneben, bitte daneben, bitte. Nee. Ja. Also Elektrik ist schon mal Geschichte. Tombkick. Kickly. Wir wollen Kickly in den Kampf. Oh, Kickly. Ich vertraue dir. Tombkick erstmal. Tombkick zieht da nicht auch sehr viel ab. Und ich wette mit dir, die macht Erholung. Ich wette mit euch. Was? Oh, egal. Wir hätten sowieso nicht ganz geschafft. Und der hätte sich sowieso ganz geheilt. Oh, fuck, Alter. Tombkick, bitte nicht nochmal daneben. Du bist doch Bruce Lee. Wusstet ihr, dass echt Kickly vom Namen Bruce Lee abgeleitet wurde? Geile Sache, oder? Bissattacke, jawohl. Zieht wenigstens nicht so viel ab. Schlafrede ist so geil manchmal. Das ist auch manchmal eine verschwendete Runde eigentlich. Ne, eigentlich nie. Eigentlich nie eine verschwendete Runde. So, Kickly. Was? Schon wieder? Kickly, bitte mach deinen Namen stolz. Erholung. Die kann Erholung noch mal während dem Schlafen machen? Wie soll denn das klappen? Das ist doch unlogisch. Das ist doch voll unlogisch. Das ist doch richtig unlogisch, dass sie Erholung machen kann. Schon wieder? Willst du mich verarschen? Egal, noch ein Turmkick rein. Bitte. Richtig in den Anus rein. Turmkick. Sehr gut. Schläft tief und fest und Bissattacke, jawohl. Das ist eine verschwendete Runde. Und jetzt noch ein Turmkick in die Fresse. Bestie bricht. Auf jeden Fall ist Aquana ein richtig starkes Pokémon. Vor der habe ich richtig Respekt. Schläft tief und fest. Surfer, nein. So ein Schiss. Oh, danke, Kickly, du bist geil. Komm, Turmkick. Ein Turmkick musst du noch treffen und dann ist Aquana weg vom Fenster. Mach das bitte. Hau dir rein. Jawohl, wir haben die scheiß Aquana besiegt. Geil. Oh, du bist wirklich stark. Ich denke, bei dir hat noch ein Chanaira und ein... Ne, ein Bubella hat die. Wir machen es einfach so, dass wir mit Kickly einfach da bleiben, weil es sowieso nichts mehr bringt, ihn zu wechseln. Da wir nur KP-Schaden auf Ding verlieren würden, auf Glurak. Bitte nicht treffen, bitte nicht treffen. Mach bitte noch keinen Rückkehr. Ja, okay, das geht nie daneben. So, dann hätten wir nur noch Glurak. 1 gegen 2, ein Manamee. Komm, Glurak, du haust doch rein. Glurak, du bist das geilste Pokémon, bitte. Enttäusch mich nicht. Das Pokémon erhält eine weitere Chance. Das letzte Pokémon betritt die Arena. So, Feuerschlag. Wir sind sogar Erster. Das ist sogar gut. Das ist sehr gut. Feuerschlag, bam. Okay. Rückkehr macht ihn bestimmt. Süße Träume. Nee, schlaf, Bruder. Bitte daneben, bitte daneben, bitte daneben, bitte daneben, bitte daneben. Nein! 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 Feuerschlag, bitte, bitte. Nein! Fuck, Mondschein kann die sogar. Ich hab so einen Schiss vor der Rückkehr. Was ist das? Bitte wach auf, bitte Glurak. Ich sing dir ein gutes Lied. Oh yeah, baby.
Sweet, sweet, sweet victory. Oh je, Arsch rein. Ich hoffe, die macht wieder keinen Mondschein. Aber das kann die ja gar nicht kalkulieren. Und macht Rückkehr. Daneben, bitte daneben. Das geht ja nie daneben. Es geht einfach nicht daneben. Das geht gar nicht. So, Feuerschlag in den Anus rein. So, du bist tot. Bam. Feuerschlag geht auch nie daneben. Bam. Weg mit Blubella. Nur noch ein Pokémon hat die. Papunga nur mich. Mit Ekelsamen, soweit ich weiß. Und welche Attacken kann die eigentlich noch? Weiß ich gar nicht, Alter. Ich denke mal Solarstrahl, Mondschein oder sowas. Unterhalte unseren Gast. Ja. Feuerschlag in den Arsch. So, Feuerschlag. Süße Träume. Nee, nee, nee. Nein. Nein. Nein! Au! Nein! 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 Ah! Ekelsam! Nein! 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 Alter, fuck! Wir sind am Arsch! Wir sind am richtigen Arsch! Fuck! Wach auf! Wach auf! Ah. Bitte wach auf, Glurak! Bitte! Nein! Nein! Komm, Glurak, wach auf, du Hurensohn, Alter! Bevor du stirbst. Oh, geil! Komm, bitte wach auf! Jawohl, komm! Komm! Feuerschlag, jetzt muss es ein Warnet sein, sondern aber Falla. Geil! Ein Volltreffer! Nice! Jawohl! Geil, Glurak, du bist der Beste, Alter. Geile Sache. Oh, oh, knapper Sieg, der knappeste Sieg ever. Oh, im letzten Moment. Geile Sache, mein Freund. Glurak, du bist geil. Es gibt eben Tage wie diese. Bis man ist die geschafft. So, auf jeden Fall geht's im nächsten Part mit Janina weiter. Die machen wir alles alleine. Johto Arena Leiterburg haben wir schon gemacht. Jetzt kommt die Kanto. Burg. Blau ist nämlich der letzte. Pyro der siebte. Sechste, fünfte. Passt schon. Auf jeden Fall. Ciao Leute. Bis zum nächsten Part.